Willkommen wieder zu einem neuen Part von Mega Man X4. Wir haben vier Bosse jetzt hinter uns gebracht. Double Mail, Sir, es ist eine Nachricht von dem Colonel. X, I wait for you at Memory Hall. X, ich warte auf dich in Memorial Hall, okay? Alles klar, make sure show up this time. Sir, this must be a trap. Perhaps, but I won't run this time. Aber für die, die es nicht verstanden haben, der Colonel möchte sich mal mit Mega Man unterhalten da in dem Memory Hall. Ready. Unser Nubi hier meinte, das ist eine Falle, geh nicht hin. Und er sagt, ja, kann ja sein, aber ich werde es trotzdem, werde ich nicht davon rennen. Mal sehen, was hier, ich höre jetzt keine Musik hier. Ich mag den Sound. Das ist so ein bisschen komisch, das mit den Arm-Upgrade, passt irgendwie nicht so richtig so punktgenau mit dem Anzug. Und oh, ich stehe in Rampenlicht, Mega Man, ich hab die Haare schön. Colonel, stop this foolishness now. Colonel, stoppe diese närrische Idee. Niemals. Colonel, bitte. Bitte denk drüber nach. Die Ripley Force muss unabhängig sein. Unser Kampf wird als Colonel, the battle will determine this. Okay. Die wollen drüber weiterkämpfen und freikämpfen. Und er... Oh, okay. Ja, genau, komm her. Wow. Ich muss gerade auf sein Muster achten, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen vorsichtig. Boah. Okay. Hier frisst das mal. Wow. So. Und er kann aber gut ausweichen, wenn ich den Schuss mache. Kannst du das abwehren? Wow, okay, jetzt war ich zu lahmarschig gerade. Aber was macht der für einen Schaden bei mir? Hallo? Ja. Ja, und so. Zack. Einfach mal Mega Booster auf ihn schießen, immer wieder. Ich weiß jetzt nicht, was die Schwäche gegen ihn ist, so genau, aber ich hau einfach den typischen Mega Booster auf ihn drauf, fertig ab. Ordentliche Planung. Plasma kann jedem gefallen. Aber er macht immer wieder das Gleiche. Das ist auch ein leichter Kampf. Also, er macht immer wieder das Gleiche. Man sieht, er schießt immer wieder mit seinem Sichel. Und dann kommt er mal Mr. Teleport. Und wenn ich dann so angreife, hat er dann wieder links. Schießt direkt mit dem Booster hinterher. Zack. Ab und zu muss ich mal aufpassen, dass er mich nicht außerdem treffen kann. Wie jetzt zum Beispiel. Ja, ein bisschen muss ich aufpassen. Also, wenn ich jetzt... Alter. Wow, da macht er jetzt zweimal hintereinander, okay. Okay, ein bisschen vorsichtig muss ich schon sein. Ja. Möchte gerne nochmal schaffen, ohne jetzt ein... Dafür zu... Ich wollte jetzt gerade noch was sagen, ich habe mich gerade unterbrochen. Ich wollte sagen, ich will das gerne schaffen, ohne einen Energietank dafür aufzubrauchen. Zack. Ah, hab ich getroffen. Zack. Und wieder. Komm her. Fick dich schon. Keine Sorge. Zack, komm mal ins Gesicht. Das klappt nicht. Ja, der schwebende Boots. Sind da echt eine gute Hilfe gegen. Also die bewähren sich hier gerade echt bei diesem Kampf. Ja, der Kopf auch manchmal schon zweimal jetzt zu, neuerdings. Oh ja, haben wir jetzt schon. Zack. Impressive. But the result won't be the same next time. Until then. Colonel! Er war sehr beeindruckt durch den Kampf, aber beim nächsten Mal wird es nicht nochmal so enden. So, speichern wir wieder. Memory Card Slot 1, if we want to use. So, Data, was haben wir jetzt alles hier? Ja. Ich speichere jetzt erstmal hier. Gucken mal, ob ich jetzt den Cut setze oder nicht. Oder ich lasse das einfach so durchlaufen. Ja, ich mache hier einen kleinen Mini-Cut und dafür mache ich zwei Parts am Tag dafür. Der kommt dafür eine halbe Stunde später, kommt der nächste Part. Finde ich so passend direkt. Aber kommt wieder auf seine Kosten so. Also, wir sagen schon mal bis zum nächsten Part. Bis dann.